Hi zusammen und recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war in Remont und wollte euch mal zeigen, was ich mir da so eingekauft habe und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, würde mich das natürlich sehr freuen. Also abonniert mich gerne kostenlos und lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, warum ich dieses Video drehe? Ganz viele haben mich gefragt, wie das Einkaufen aktuell in Remont ist oder Remont und ob die Grenzen frei sind und so weiter und so fort. Und dazu wollte ich euch jetzt vorab mal ein paar Dinge sagen, also ein paar kurze Infos. Die Grenzen sind frei, man kann so rüberfahren nach Holland, wir wurden jetzt auch nicht kontrolliert, also das war alles super, war alles cool. In Remont selber ist keine Maskenpflicht, das bedeutet, wenn ihr in die Geschäfte reingeht oder auch durch dieses Outlet, durch diese Outlet-Stadt geht, dann braucht ihr auch keine Masken zu tragen. Kann natürlich jeder selber entscheiden, wie er möchte. Sicher ist natürlich immer weiterhin noch eine Maske zu tragen, solange das Coronavirus einfach noch da ist. Aber das kann natürlich jeder für sich entscheiden. In den Geschäften ist es so, dass tatsächlich nur eine bestimmte Anzahl von Menschen in dem Geschäft reingehen dürfen. Zum Beispiel Levis ist jetzt nicht so groß, um einfach den Abstand zu halten zwischen den einzelnen Leuten, dürfen nur 8 Personen das Geschäft betreten und sobald jemand wieder rausgeht, dürfen halt neue rein. Das heißt, ihr müsst viel Zeit mitbringen, weil ihr viel anstehen müsst. Also in der Regel, ja, wartet ihr vor einem Geschäft so 15 bis 20 Minuten, um dann da reinzugehen, was natürlich dann auch sehr ärgerlich ist, wenn man da nichts findet. Deswegen nehmt euch einen Tag, wo ihr eh nichts vorhabt, wo ihr jetzt nicht bestimmte Sachen sucht. Also wenn ihr einfach mal wieder was anderes sehen wollt und auch jetzt keinen Stress damit habt, irgendwie euch da anzustellen, weil ihr eh nichts anderes vorhabt, dann kann ich euch das, ja, dann ist es halt erträglich. So war es halt auch bei uns. Wir hatten nichts vor an dem Tag und deswegen, ja, haben wir das alles easy gesehen. Wir standen tatsächlich bei Nike 1,5 Stunden an. Und wenn man bei Nike 1,5 Stunden ansteht, dann hat man natürlich auch das Gefühl, okay, jetzt muss ich hier was kaufen. Diese 1,5 Stunden sollen ja schließlich auch nicht umsonst sein. Genau, und ja, das sind so die einzigen Punkte, ja, die natürlich jetzt so ein bisschen ärgerlich sind, aber irgendwie stellt man sich ja schon auch auf irgendwas ein, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit. Und ja, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Menschen mittlerweile auch ein bisschen entspannter sind, was das Thema angeht, oder generell ziemlich entspannt sind. Auch jetzt die Schlange, die Leute haben sich da angestellt und es gab kein großartiges oder es gab gar kein Theater und deswegen alles entspannt. So, genau, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne ja unten in die Kommentare schreiben, dann werde ich die euch natürlich selbstverständlich beantworten. Aber jetzt zeige ich euch mal meine kleine Ausbeute. Tatsächlich habe ich jetzt auch nicht so viel gekauft, weil ich jetzt auch nicht auf der Suche nach irgendwas Bestimmtem war. Aber ein bisschen was habe ich mitgenommen und ich würde sagen, dann fangen wir auch mal direkt mit Nike an. So, ist die Nike-Tüte und ja, da habe ich mir Schuhe mitgenommen. Die sind runtergesetzt von 55 Euro auf 38 Euro und dann gab es nochmal auf Schuhe 20%. Also habe ich letztendlich 30 Euro bezahlt. So, das sind die Schuhe. Ich finde die richtig geil, weil, die habe ich nämlich auch so noch nicht gesehen, weil das hier hinten so lackmäßig ist und auch der Pfeil ist so lackmäßig. Und das liebe ich. Ich finde, für 30 Euro kann man echt nicht sagen. Also ganz einfache weiße Sneaker. Ich bin eh total der Sneaker-Fan, also ich trage ja gar keine hohen Schuhe oder ganz selten und so High Heels und so besitze ich noch nicht mal, weil ich ja auch ziemlich groß bin, ne? Also ich bin ja 1,80 und wenn ich dann so hohe Pumps oder High Heels anhabe, bin ich irgendwie ja gefühlt 2 Meter und das mag ich dann irgendwie auch nicht, so aus der Menge rauszustechen. Ja, deswegen meine große Liebe zu Sneakern und für 30 Euro, das finde ich echt ein super Angebot. Dann habe ich mir noch bei Nike eine Leggings gekauft. Und zwar ist es diese hier. Und da steht dann an der Seite Just Do It drauf. Also der Slogan von Nike. Und ich finde diese Leggings, die kann man nicht nur super gut, auch mit diesem breiten Bund, gut zum Sport tragen, sondern auch einfach zum Chillen oder wenn man jetzt mal keine Lust hat, sich großartig irgendwie fertig zu machen, dazu dann diese coolen Sneaker, sieht man auch schon total gut angezogen aus. Ich habe leider immer das Problem, dass ich ja sehr lange Beine habe, was natürlich kein Problem ist in dem Sinn, aber ich habe obenrum die Größe M und nach unten hin L.
Ja, und deswegen ist die mir leider ein bisschen zu groß. Ich hätte sie vielleicht in M mitnehmen sollen, aber dann wäre sie mir untenrum zu kurz gewesen. Also Struggle hoch 3. Ja, aber ich hoffe, dass die vielleicht beim Waschen noch ein bisschen enger wird. So, dann waren wir bei Only. Und da hat mein Freund, vielen Dank nochmal, Schatz, mir einen echt richtig schönen Mantel gekauft. Und zwar von Only. Und das ist so ein beiger. Ich trage ja sehr viel schwarz. Ich möchte aber ein bisschen mehr so beige tragen, weil ich einfach finde, jetzt gerade auch zum Frühling, Sommer ist das halt einfach freundlicher. Und ja, wie gesagt, der Mantel ist wirklich richtig, richtig schön. Ist halt mehr so Übergangsmantel, ne? Also für so etwas kältere Tage super gut geeignet. Und ja, total schön. Hat gekostet. 35 Euro war von 60 Euro runtergesetzt, 60 oder 70 Euro sogar. Also finde ich auch ein super, super Angebot. So, dann habe ich mir noch so ein Sexy-Hexy-Oberteil mitgenommen. Also ein Body. Heiß, ne? Heiß, heiß, heiß. Ja, tatsächlich würde ich das auch anziehen mit einem sehr, sehr schönen BH oder Top drunter zum Feiern und dann eine High-Waist-Hose. Ja, also ich glaube eher mit einem schwarzen Top, also nur BH. Ich glaube, das wäre mir tatsächlich zu freizügig. Aber mit einem schönen schwarzen Top drunter sieht man halt auch jetzt nicht so viel. Der Rücken ist komplett frei, finde ich sehr schön. Ist wie gesagt ein Body. Oder natürlich auch für die romantischen Abenden kann man den natürlich auch sehr gut anziehen. Und das ist Größe S. Oh, das ist Größe S. Oh, ich wollte M. Ups, aber sieht groß aus. Und hat gekostet 15 Euro. Dann habe ich mir mitgenommen, das war es dann auch tatsächlich schon. Ich habe insgesamt 170 Euro ausgegeben. Tatsächlich habe ich mir dann von Tommy Hilfiger Sneakers mitgenommen, die einfach perfekt zu dem Mantel passen. Und zwar sind es diese schönen Sneaker. Und oh, ich habe mich sofort verliebt, als ich die gesehen habe. Mit so einem beigen Element. In der Kamera kommt das, glaube ich, ein bisschen rosa rüber, aber das ist tatsächlich beige. Und hier dann nochmal diese typische Tommy Hilfiger Farbe, diese Streifen, hier ist dann auch nochmal so ein Tommy Hilfiger Emblem und oh, ich finde es einfach so, so schön. Also ich liebe, liebe, liebe diese Schuhe und diese Schuhe sind einfach der absolute Oberknaller, weil die sind so krass bequem. Also wahrscheinlich wird man mich jetzt noch in diesen Schuhen sehen und ich finde ja zu diesem Mantel auch perfekt. Also perfekt. Diese schicke und diese sportliche und dieses elegante und auch dieses sportliche, das ist halt einfach voll mein Stil. Und daher mussten diese Schuhe mit. Ich wollte mir eigentlich gar keine Schuhe mehr noch kaufen, aber in denen habe ich mich auf jeden Fall sofort verliebt. Und die haben gekostet, runtergesetzt von 89, nee, von 130 Euro. Outletpreis war da 90 Euro und dann war nochmal runtergesetzt auf 71,90 €. Also kann man auch echt nicht sagen für Tommy Hilfiger Schuhe. Und ja, das war meine kleine Ausbeute. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, abonniert mich gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und bleibt weiterhin gesund und wir sehen uns das nächste Mal auf einem neuen oder zu einem neuen Video von mir. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich so schön braun bin, sieht man das überhaupt in der Kamera? Naja, ich habe nämlich das erste Mal wieder Selbstbräuner benutzt und habe euch gezeigt, wie ich den aufgetragen habe und was so meine Tipps und Tricks sind. Ja, das war's aber jetzt auch mit dem Video und passt auf euch auf. Alles Gute, eure Vanessa. Tschüss!